Das wollte ich als Kind werden. Ja, als Kind wollte ich ganz dringend Sportkommentator werden. War Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ich glühender Borussia Dortmund-Fan. Werner Hansch, Stimme des Ruhrgebiets. Ja, das waren goldene Zeiten. Jetzt mache ich halt irgendwas mit Medien. Der beste Rat meiner Mutter. Ja, kein Rat unbedingt, aber meine Mutter hat mir doch sehr geholfen in meiner sehr, sehr schwierigen Pubertät damals. Zweimal sitzen geblieben auf dem Gymnasium. Und da haben alle Lehrer natürlich gesagt, ob der Sebastian da so richtig für gewachsen ist. Und meine Mutter hat immer dagegen gehalten, gesagt, der ist nicht doof, der ist einfach nur stinkend faul. Von daher jetzt nicht unbedingt ein Ratschlag, aber ja, sehr geholfen hat sie mir. Meine heimliche Schwäche. Ja, meine heimliche Schwäche. Ich bin totales Marketingopfer oder Werbeopfer. Ich erliege regelmäßig Marketing-Hypes. Beispiel, Apple vor kurzem neue iMacs vorgestellt und obwohl ich eigentlich überhaupt keinen brauche, ich will unbedingt einen. Das heißt, ich falle wirklich auf meine eigenen Tricks rein, sollte es als Marketing- und Social-Media-Experte eigentlich besser wissen. Ich habe unterschätzte Talente als... Ja, ob es ein Talent ist, müsste sich noch rausstellen, aber ich würde unglaublich gerne mal eine Bundesregierung, wie auch immer sie zusammengestellt sein sollte, darin beraten, ja, in Sachen Kommunikation. Also, herausfinden, ob ich da ein Talent für habe, für Politik, für Kommunikation der Inhalte der Politik. Da hätte ich große Lust dran und hoffe, dass da vielleicht irgendwie ein Talent in mir schlummert. Mein Vorbild. Ja, Vorbilder finde ich tendenziell schwierig. Wen ich aber gerade sehr inspirierend finde, ist Finn Kliemann. Unglaublicher Energielevel, der haut halt einfach raus, der macht, der liefert ab. Fragt sich im Zweifel dann erst hinterher oder währenddessen, wie es dann irgendwie am Ende alles zusammenkommt. Also das finde ich sehr, sehr inspirierend. Den Energielevel habe ich persönlich nicht, aber ich finde, an der Einstellung kann man sich auf jeden Fall ein Vorbild nehmen. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Ja, aus alter Verbindung einem meiner ehemaligen Arbeitgeber gegenüber würde ich sagen, challenge everything. Bei EA war das Anfang der 2010er Jahre ein Marketing-Claim, der so, glaube ich, auch auf mich zutrifft. Da werden einige Vorgesetzte, ehemaligen Vorgesetzten, die ich schon hatte und auch andere Leute, mit denen ich zusammenarbeite und gearbeitet habe, mit Sicherheit zustimmen. Der Status quo ist bei mir durchaus immer mal angefechtet, von daher challenge everything. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Falls ich nicht in die Verlegenheit geraten sollte, meinen eigenen Tod vorzutäuschen, würde ich ja gar nichts mehr hören, weil ich dann ja tot wäre auf meiner eigenen Beerdigung. Aber ich würde mir wünschen, dass man irgendwann über mich sagt, er hat es zumindest versucht. Turi 2 Edition. Inspiration für Meinungsmacherinnen.